Jo, hier zum Anfang wollte ich euch noch die Sidequest vom Waldtour zeigen. Der ist im verbotenen Wald, direkt am ersten Wegpunkt. Und wenn ihr seinem Covenant beigetreten seid, dann könnt ihr, das ist so ein Koop-Covenant, dann könnt ihr Menschlichkeit, irgendwie, so, ihr müsst so Würmer sammeln, so Tausendfüßler. Die zertretet ihr und dann bekommt ihr dementsprechend halt ein paar Items von dem. Das wollte ich euch nur noch mal eben kurz hier zeigen. Leider ist der Sound, den ich aufgenommen habe, nicht hat nicht abgespeichert. Ich weiß nicht, da ist irgendwie ein Fehler unterlaufen. Aber in dem eigentlichen Video geht es gleich weiter, also normal weiter. Jo, willkommen zum neuen Part von Bloodborne, Part 10. Am Anfang des Videos werden wir ein bisschen nochmal ein paar Sachen einsammeln, die wir vorher vergessen haben einzusammeln. Ich hatte hier bei Birgenwurst hatte ich auch noch ein bisschen rumgefarmt. Und da ist mir aufgefallen, dass hier der eine Gegnertyp, wenn der einen abschleckt oder ausrutscht, dass er einen jeweils immer zweimal eine Einsicht klaut. Deswegen habe ich dann ein paar Einsichten, die ich verloren habe. Also diese nicht, sondern diese Schutulluk-Viecher. Ja, tschüss. Ah, okay. Ich zeige euch eine einfachere Version, wie ihr die einfach und schnell besiegen könnt, ohne getroffen zu werden. Und zwar hier, dann könnt ihr den einmal anschießen. Eigentlich können wir den anderen auch anschießen, wenn es geht. Naja, verdammt. Obwohl. Naja, verdammt. Okay, ist natürlich nicht gut. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich sag das gleich nochmal eben kurz den töten. Wo ist der? Da hinten. Man sieht direkt die zwei Kugeln, die da geschossen werden. Ne? So, jetzt gehen wir zu den abgefucktesten Abfuck-Motherfucker in diesem Spiel, weil der geht einen richtig auf den Sack, wenn der einen erwischt. Und deswegen, ich zeige euch jetzt die absolute Mega-Safe-Methode, die ein bisschen länger dauert, aber. Guerilla-Taktik. Oder die, du willst mich ficken, aber ich sehe es lieber vor, dich sicher zu ficken. Zurückzuficken. Oder was, whatever. Jetzt dreht er sich rum, geht wieder zu seinem Platz. Ja, geh zu deinem Platz. Oder bleib einfach da stehen. Also diese Pissgegner, die erwischen mich nicht nochmal.
Ne. Ja. Nee, nee. Oh, da kommt der andere Wichser. Warte mal. Das Problem ist ja, man kann sich diese Einsichten nicht wiederholen. Ah, jetzt ist er auf uns fixiert. Okay. Also entweder will ich nicht. Ich muss eigentlich nur einen verdammten Angriff abwarten. Wenn er mich aber zu packen hat. Boah, was? Dieser Zauber geht verdammt weit. Vor diesem Zauber müsst ihr euch richtig aufpassen. Jetzt können wir ein bisschen schneller gehen. Zauberdummer, wir laufen weg, damit er wieder aufhört. Also mit denen ist echt nicht zu spaßen. Wenn man sich diese Einsichten irgendwie wiederholen könnte, wäre mir das egal. Also sagen wir mal, der trifft mich einmal und dann kann ich mir die dann wiederholen, wenn ich ihn töte. Aber nein. Da gibt's kein. Wenn die einmal ausgelutscht sind, dann sind die ausgelutscht. Was ist das nicht fallen? Irgend so ein Bullshit, ey. So, wenn das jetzt kein gutes Item ist. Arkansee. Okay. Die wollte ich sowieso alle haben. Also die muss ich sowieso alle sammeln. Ich guck mal eben kurz nur. Neue Items gibt es nicht. Ach ja, stimmt. Wir müssen auch noch den einen töten. Ich habe mich gewundert, warum bei mir die NPCs am Sterben sind. Und das ist wie bei Dark Souls. Es gibt wieder einen NPC. Wenn man den rettet, dann tötet der eure ganzen NPCs. Ich habe gedacht, die werden wahnsinnig, weil die in der Kathedrale sind. Von wegen. So, wir schauen mal eben kurz. Was habe ich jetzt eigentlich drin für maximal? Ich könnte andere reintun. Der bleibt drin. Physische Resistenz 3% ist echt gut. Arkanschaden Reduktion plus 7%. Das ist das, was wir eingesammelt haben. So, hier sind wir jetzt fast alle am Abkacken. Und das wollen wir nicht. Der geht schon scheiße. Die, bei der muss ich, genau, können wir auch was ausprobieren. Da habe ich irgendwas gelesen, man soll sich irgendwie anziehen wie ein Geweihter. Oder beziehungsweise wie einer von der Kirche und dann redet die wieder anders. So, und dieser Typ hier, dieses Arschloch, soll wohl eine Bestie sein. Na, ich habe mir schon irgendwie sowas gedacht, aber naja. Es tut mir leid, ich habe nichts mehr. Ja, alles ausverkauft. Tut mir leid. Aber wisst ihr, ich werde bald mehr besorgen. Naja, indem er noch einen NPC abschnetzelt und das will ich nicht. Gucken wir eben kurz, ist hier. Ah, den Rahmen machen wir eben kurz platt. So, und jetzt können wir den töten. Habt ihr eine Schraubenlocker? Oder ist das euer tierischer Instinkt? Ihr Jäger habt noch mehr Blut an euren Händen. Was macht der? Oh, da kommt noch einer. Ihr nennt mich eine Bestie? Eine Bestie? Was wisst ihr denn schon? Ich habe nicht darum gebeten. Ich habe nicht darum gebeten. Thank you.
Ganz schön Elektrofuzzi. Wie viel Energie hat der denn noch? Hat er wahrscheinlich recht. Also die Jäger sind ja auch nicht so viel besser. Habe ich mich aber auch ganz schön blöd irgendwie angestellt bei dem Kampf. Warte mal, wir müssen ja zu Fuß in diese Richtung. Aber vorher, wenn wir das testen mit der Kirchenkleidung. So. Jetzt mit weißer Kirchenhut. Kirchengewand. Na? Na, wo sind denn die Kirchendinger? Oder gibt es da keine von? Die habe ich irgendwie doppelt. Hä? Welchen Kleid gibt's auf jeden Fall? Naja, egal, mal gucken. Okay, das scheint irgendwie nicht zu klappen. Okay, ich guck nochmal, vielleicht gibt es noch was anderes. Was ich hab mich noch was an. Schwarzer Kirchenhut, hier, genau. Grabsucherkapuze. Knittriger, bla bla bla. Okay, dann nehmen wir mal halt die schwarzen Kirschensachen. Von denen ich auch keine Handschuhe habe. Dann ziehe ich einfach die schwarzen Jagul-Handschuhe. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Ne, nix da. Ja, das waren die guten Handschuhe. Die sind echt geil. Okay, mal gucken mit schwarzer Kirsche, ob es da geht. Irgendwie ist sie total bescheuert geworden. Okay. Vielleicht muss ich erstmal einen Endgegner platt machen. Was für eine Bestie? Mein Gott, ich hab die noch getötet. Hab das nicht mitbekommen. Okay, da ändert sich noch nichts. Vielleicht muss ich erstmal. Scheiße, Mann. Das ist aber auch dumm gelaufen mit diesem Typen. Ich hätte das nicht gewusst. Janam Jäger Gewand. Nee, das war das. Ja, das ist ganz okay. Und dann schwarze Jagul. So schwarze Jagul. Ja, diese Hose ist richtig Porno. 60, 60, 60, 60, 40, 40, 40. Ich meine, wenn man jetzt explizit Arkan, Feuer, Blitz oder irgendwas. Ja, okay, die ist, glaube ich, obwohl mit den anderen Resistenzen ist die auch nicht so schlecht. Hier, das ist dann in einem anderen Bereich besser, den grafischer Kilt. Da habt ihr genau dann die anderen Werte besser. Obwohl, das ist auch nicht schlecht, ne? 50, 50, 60, 50. Und dann. Überall sonst 60 und die anderen Wetter. So, dann kommen wir auch schon zu einem ersten von diesen komischen Viechern. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mich davon packen zu lassen. Ich glaube, das ist irgendwie eher für später. Ich wollte erstmal hier schauen, was hier wie es hier weitergeht. Okay. Was ist das? Oh mein Gott, die sehen schon anders aus. Und irgendwas hat doch gerade geläutet. Das ist am Ende.
wir das was mal aufsammeln? Weil ich direkt einen Gegner. Ich hab's mir gedacht. Ihr verseuchte Ratte! Okay. Das ist ja mal gut. Da kommt doch irgendwo was. Ich hab gedacht, das wäre ein Gegner. Okay, da kann man was aufheben. Ah, da sind voll viele von diesen Viechern. Boah, da ist noch eins. Ich möchte mal gerne wissen, ob man... Wer schießt? Ah, ist das nicht dieser eine Typ hier? Oder ist zumindest genauso ein Helm? Wie, Damian. Dieser NPC Damian. Mit dem ich die ganze Zeit, also die meisten haben den immer heraufbeschworen, weil das ein Magier ist. Und bei diesem Spinnenfight ist der eigentlich ganz cool. Okay, wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Wir haben so viele Seelen. Ich weiß absolut nicht, was ich mit diesen Seelen machen soll. Ich kann mir irgendwelche Sachen kaufen, aber das ist auch nicht irgendwie so was Wahre. Oh Scheiße, Alter. Alter, der haut rein. Hat er geläutet. Nein! Nein! Alter, Halleluja! Ihr macht nicht lange! Ihr seid verflucht! Ihr macht nicht lange! Nein! Oh, noch so ein Vieh. Ah, das Vieh. Darauf müssen wir auch aufpassen. Hä? Kommt der näher? Okay, der hat keine XP, glaube ich, gegeben. Shit. Lol, da kommt denn her eigentlich nicht. Lol. Okay, ich weiß schon, wo die Schwierigkeit liegt bei diesem Gebiet. Was ist das? Boah, Blutsteinbrocken, sogar zwei Stück, oder wie? Das war auch das Teil, was ich da hinten einsammeln konnte. Lass noch nichts fallen mitunter. Waffe gefährdet, oh mein Gott. Scheiße.
Oh, Manometer. Okay, hat sich das gelohnt? Ist da am Läuten? Ah, da ist PvP-Tussi. Aber warum ist die hier? Ein Hinweis. Das Menses-Ritual muss aufgehalten werden, sonst werden wir alle zur Bestie. Menses. Okay. Also manche scheinen zu sterben, und aber die meisten scheinen wieder hier lebendig zu werden. Zur Not kann ich, glaube ich, dieses eine Item mal ausprobieren. Okay. Naja, zurück sollte es nicht so schwer sein. Wir gucken noch ein bisschen weiter, wenn mir das so schwer vorstellt. Na toll. Also, ey, da ist irgendeiner so schwer am Atmen. Oh mein Gott. Wir haben echt eigentlich zu viel, also ich habe zu viele Seelen eigentlich dabei. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll damit. Werden gerufen, lol. Ah ja, das hatte ich auch noch die ganze Zeit aktiv. Egal. Dann kann ich mich vielleicht mal ein bisschen umgucken. Was so auf einen zukommt. Warte mal, vielleicht der hinter uns. Erstmal gucken wir, ob der denjenigen hier finden, der uns gerufen hat. Ah, der hat das platt gemacht da. Okay, warte mal. Dann wird er wahrscheinlich weiter sein. Aber hier, die Tür hat er noch nicht auf. Hä? Warte mal. Aber die habe ich doch beim... Ah ne, ich bin hier reingegangen. Auch platt gemacht. Was ist das? Ey, das ist so ein Vieh auch. So ein fettes Vieh, was halt wiederkommt. Hä? Was ist das? NPC? Okay. Also ist hier nichts. Oder man kommt. Doch, hier kommt man weiter. Hä? Was war das? Nein, der ist gestorben. Das war ja nur ein kurzer Einblick. Thank you.
Boah, der hält was aus. Okay, der ist auf jeden Fall für immer tot, glaube ich. Ja, die halten ja schon viel aus. Der ist wieder da dahin. Ich habe gedacht, der hätte was zum Einsammeln. Okay, Erbe. Okay. Das sieht mir eigentlich zu gefährlich aus hier. Nein. Okay. Eigentlich könnte man an dem die Dings hochfahren. Ey, was? Der hat mich jetzt zweimal... Okay, alles klar. Das Gebiet ist auf jeden Fall zu heftig. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Okay, der bleibt tot. Wieso bleiben einige tot und einige nicht? Wer läutet da die Glocke? Ja, na klar. Tod allen Bestien. Einer ist doch schon. Oh Mann, und Meter, Alter. Das ist gut. Alter, wieso machen diese Scheiße so viel Schaden? Ihr seid verflucht! Jetzt kommt gleich der hier oben neu. Oder auch nicht. Doch. Ah, Mist. Okay, jetzt sind die kaputt. Jetzt muss ich irgendwie runterkommen. Klar.
Alter. Es kommt wieder der da. Alter Wichser. Gibt es doch nicht. Alter, was ist denn das, ey? Mein Gott, nochmal, da muss man ja richtig für kämpfen. Da war gleich einer, da hinten liegen meine Seelen. Einfach hinrennen und die einsammeln ganz schnell. Okay. Das ist echt doof, dass ich so viele Seelen habe. Ich glaube, in diese Richtung geht es auf jeden Fall weiter. Ich werde erst mal schauen, was in der anderen Richtung liegt. Ja, 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 ja. Noch nie mal irgendwie so ein Millimeter von mir gezeigt. Ist das, was ist das, ein richtiger? Ah, das ist so ein Rollstuhlfreak. Okay, wenn ich den angreife, kommt der. Hey, das gibt es nicht, ne? Der ist kaputt. Ja, na klar. Der trifft mich trotzdem. Was hat er denn für einen verfickten Scheißschuss? Und verrückt. Ach, halt die Fresse. Muss man im allerletzten Pisssekunden. Ja, gut, Eisenhelm, okay. Eisenhelm. Können wir die Eisenklamotten, aber was können wir uns dann immer noch gleich gut rollen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die eh nicht gut. Okay, hier ist ein Shortcut. Und der funktioniert natürlich nicht. Ja, das heißt, man muss auf jeden Fall in die andere Richtung. Naja. Stich hat er wenig, obwohl er eigentlich da am meisten haben müsste. Sind jetzt hier einige, warte mal, ich guck mal, jetzt müssen ja eigentlich alle nachgespawnt sein. Aber es geht eigentlich. Eigentlich ist da nur einer. Warum bleiben die jetzt weg?
Warte, ich werde das mal eben kurz beobachten. Habe ich jetzt für den letzten XP bekommen oder nicht? Nee, habe ich keine XP für bekommen. Aber jetzt sind die alle weg, verstehe ich nicht. Der sieht genauso aus wie ich. Verdammt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich leveln? Dann bin ich extrem hoch. Ach. Ich werde mal gucken, ob ich mir nicht irgendwas... Vielleicht kaufe ich mir auch nur was. Nein, geh doch nicht in die Richtung. Hammerhart. Ich glaube, ich weiß jetzt wieso. Komischerweise bleibt der tot. Hier, wenn man diese Glocken halte. Ich habe jetzt gedacht, das wäre nur für PvP, aber... Wenn man diese Glockenalte tötet, dann bleiben die weg. Das werde ich jetzt gleich ausprobieren. Erstmal machen wir den Weg wieder frei. Okay. Verdammter Fluch! Bitte, Gott, Gnade. Ich muss... Mach's nicht lange! Ja, ich höre sie auf Glocken. Leute. Wo? Ah, da ist die. Warte mal. Oh, scheiße. Obwohl... Ich kann es nicht enden.
Okay, dann kann ich euch nur empfehlen, nehmt auf jeden Fall eine Pistole mit, die viel Schaden macht, und am besten nur einen Schuss. Diese Jägerpistole oder so, die ist, glaube ich, ideal. Mit der macht man dann mehr Schaden. Mit der haut man hier zwar pro Schuss mehr Schaden raus, aber nicht auf lange Dauer halt. Mit der anderen seid ihr da besser dran. Also die Jägerpistole, glaube ich, die ganz normale. Okay, was ist das? Ist das ein kleiner Shortcut, den wir hier freigelegt haben? Der eine hat übelst einen Schlick auf. Ich hasse das auch wie die Pest, wenn ich einen Schlick auf habe. Okay, warte. Also theoretisch gesehen können wir es jetzt gut zurückziehen. Falls wir irgendwie... Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Warte mal. Ich gucke erstmal, was hier ist. Boah, was ist denn da hinten? Also okay, das ist noch so ein Vieh. Das gibt XP, also kommen die jetzt nicht mehr wieder, oder? Scheiße. Genau wie mit den Skeletten. Sobald du XP bekommst, kommen die nicht mehr wieder. Ah. Wenn die Glocke zu weit weg ist, dann hat die keinen Einfluss mehr auf die. Dann muss ich hier. Oh ne, von wegen. Dann kommen auf jeden Fall welche wieder. Die bekommt auf jeden Fall kein XP. Ne, sieht nicht so aus. Okay, diese Glockenalte war irgendwo da hinten. Kann man töten hier. Oh, was ist das? Okay, der bleibt auch tot. Was ist das? Hey, was ist denn hier los auf einmal? Jedes Mal nur ein Schlag. Ja, so richtig sparsam umgehen mit der Energie.
ist denn hier die Glockenhalter, Alter? Nee, am besten nicht anvisieren, wenn man springt. Das ist echt ätzend. Ja, alter Wichser. Ja, ich bin schon so gut wie tot. Jetzt müssen wir mal drauf achten, wo erscheint die? Da hinten nicht. Hier erscheint die irgendwo. Hä, wo ist die? Ich hab die doch hier irgendwo gehört. Ja, ist ja gut, Alter. Boah, Mann, das ist ja richtig ätzend. Ich hab die doch... Ist da irgendwie auf dem scheiß Ding da drauf? Ja, gehen die denn nicht drauf oder was? Alter, was ist das denn? Nein, es kommt nochmal. Wie soll man jetzt die eine da oben töten? Und hier ist direkt der Endgegner oder was? Hä? Kennen wir das Gebiet nicht? Also ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt. Scheiße. Ich muss eh weg. Lol. Boah, Alter, wie viel sind die denn hier? Nein. Nein, 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 nein. Gut. Nein. Endlich. Ja, die sind nicht tot. Warte mal, ich guck mal. Wo ist denn die Glocke? Ich glaube, ich weiß, wo die Glockenhalte ist. Ja, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Die ist irgendwo hier.
Aber das Läuten hat sich irgendwie gar nicht so angehört, als ob das hier wäre. Wo ist denn die scheiß Schlampe? Da ist irgendwie so ein Vetter. Ne, hier ist die glaube ich auch nicht, oder? Oh. Irgendwo habe ich ja gerade eben ein Ding gehört. Lol. Ich bin so doof. Wollte eigentlich nur eins nehmen, aber... öffnet sich nicht. Ganz schnell die Truhe nehmen. Winziger Tonitrus, was soll ich denn damit? Ja, wo läutet die denn? Die ist doch irgendwo hier. Wie komme ich denn da hin? Ah, der kommt von da oben runter. Ja, ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass die irgendwie da oben ist. Erstmal den, obwohl, warte mal, so könnte man das vielleicht machen. Manometer, das geht ganz schön schnell, ne? Anvisieren können wir sie nicht. Wo genau ist sie? Ah, da oben. Ich sehe sie. Alles klar. Nur, wie kommen wir hoch? Da ist ein Eingang. Hey, was ist das hier? Kommen wir hier? Ja. Egal, scheiß auf die. Kommt der jetzt hier raus, oder? Wir müssen uns da... Ah, da runterfallen lassen, da auf das Ding. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das machen sollen. Ah, von da kann man sich runterfallen lassen, glaube ich, von da oben. Okay, ich weiß, wie man jetzt sie bekommt. Erstmal ein bisschen aufpassen.
klar. Da muss man sich drauf verlassen. Ja, da. Alles klar. Platt. Ja, ja. Das war's. Der Tempel, Leute. Es sind die da oben, die Blutsbrüder. Ah, verdammt. Okay. Ich will die anders platt. Oder ich muss sowieso so da runter. Scheiße. Nur einer gesehen, das ist ja best of. Komm schon, du Scheißer. Stimmt. Okay. Jetzt können wir die aber alle töten. So, noch einmal hierher. Jetzt hab ich gedacht, die wieder oben drauf auf dem Pavillon. Oh, falsche Richtung. Eieiei. Lol. Lol. Wie ist die denn darunter gefallen? Nein. Wie geht das? Wie ist die darunter gefallen? Ah so, und dann da irgendwie... Hä? Okay. Blutstein Brocken. Ist immer gut. Oh Scheiße. Scheiße. Okay, da geht das nicht lang. Da wo der steht auch nicht. Mann, oh nee, das. Okay, es ist so eine Safety Zone. Kaum Segner ist nicht gut. Guter Spruch. Okay. Naja, ich hoffe mal, dass hier noch kein Endgegner ist. Doch, hier ist eine Laterne. Ist ja richtig perfekt. Das Vieh läuft weg. Aber irgendwie habe ich jetzt gar keinen Bock, da hinterher zu laufen, oder?
Ja, scheiße, ist sowieso schon weg. Mein Gott, nochmal, das haben sie echt eine blöde Stelle hingemacht. Ja. Ich könnte ein Level machen und dann wieder hier anfangen. Vorher gucken wir uns das mal an. Können wir den erwischen? Der lässt sich da baumeln. Und ist mit dem Kollegen, der ist auch ein bisschen weggetreten. Okay. Was ist das? Okay. Ist hier etwa schon irgendwo diese eine Dame? Was ist hier? Ja, die ist gekommen. Wo ist sie gekommen? Und es gibt sogar diese Fleischhunde einmal. Ja. Also ich kann sie jetzt noch nicht sehen. Wahrscheinlich muss man sich hier total durchkämpfen. Warte mal, das kam irgendwie von hier. Aus die Richtung. Oder da oben. Ne. Okay. Die geben noch XP. Die auch. Ah, da unten ist sie. Na, wenn ich mich anschleiche, müsste es eigentlich gehen. Oh, jetzt sind sie... Hä? Als ob sie jetzt erst aktiv geworden wären. Hier was droppen lassen. Also Quecksilberkugel. Okay. Boah, jetzt haben wir nochmal einen Vorrat bekommen an Fiolen. 8 Stück lang da. Waren das was, war das von dem Dicken oder wie? Oh, warte mal, hier ist ein Vieh bei uns. Das sah gerade übelst nach einer Falle aus. Was? Sagt der guten Tag? Hä? Ich habe schon gedacht, ich will in dem einen Gebiet. In dem Sackgebiet. Bin ich in dem Sackgebiet? Nein, da will Geist ansehen. Was ist das denn für eine Glocke? Die ist kaputt. Irgendwie. Was, wieso stirbt der? Okay, warte mal, hier ist ein Ausgang. Hey, das ist ja fast so wie dieses eine Gebiet da, wo ich drin war.
Hier sind so Räder. Die machen mich tot. Da kommt irgendein Schwein. Ja, da kommt ein Schwein. Was ist das da vorne? Das ist direkt hier über mir. Boah, was ist das? Was ist mit dem? Aua, was war das? Hä? Okay. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was das soll. Oh, was ist das da? Das ist doch eine Glockentussi. Ja, warte mal, wenn ich die jetzt töte, dann befreie ich die Gegner, oder wie? Okay, da sind Insektenviecher. Das für Viecher? Warte. Ja, der. Ein verdammter Fluch! Da ist der Shortcut. Da irgendwie währenddessen rausspringen. Ihr seid verflucht! Ich hab schon gedacht, dass ich wieder bin. Ist über uns so ein Vieh? Ich glaube nicht. Oh, scheiße Hunde. Ah, die bleiben tot, so wie es aussieht. Oh, was ist das denn? Endgegner wird es wohl nicht sein. Ja, obwohl das irgendwie schon fast so... Wenn das ein größerer Raum wäre, würde ich direkt sagen, ja, Endgegner. Mit dem kleinen Raum kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Oh, scheiße, das ist ein Vieh. Ey, noch so ein Vieh, was ich nicht bekomme. Ja, Mann, die Dicken. Was ist das? Ah, ich glaube, das ist so ein Werwolf, nur anders. Hey. Wie das aussieht mit den Beinen. Mach die Beine breit.
Vier Beine. Einer reicht. Zwei reichen. Und ja, okay. Bei ihm vier. Gut. Warte mal. Was haben wir hier eigentlich alles? Gehen wir mal in diesen komischen Raum da rein. Weil zurück kann ich. Kann ich jetzt da zurück? Nö. Doch, da kann ich mich runterfallen lassen, ja. Aber was ist das hier? PvP? Geist ansehen? Ist er gestorben? Wieso ist er gestorben? Ah, schön, ja. Wenn man sich da reinstellt oder was? Nee, da war irgendwas zu kämpfen. Vom Reinstellen sind nicht gestorben. Ich denke mal, wenn ich da reingehe, dann werde ich irgendwo hin teleportiert. Habe ich dazu Lust? Ja, ich werde teleportiert. Okay. Aber ich kann mich auch wieder zurück teleportieren, das ist ganz gut. Ey, da ist wieder so ein Vieh. Was ist da für ein Vieh? Ist das ein Werwolf? Ja. Nee, doch. Man weiß gar nicht, wo es da vorne und hinten ist bei dem Viechchen. Nee, jetzt habe ich einen Blutpisser aufgehoben. Ja, jetzt ist schon wieder ein bisschen verzwirbeltes Gebiet. Komm schon her, Werwolf, ich will dich töten. Oder was immer du auch bist. Ah nein, nicht noch der dazu. Da sehe ich gerade einen, der schießen kann. Den brauche ich nicht unbedingt. Was? Was passiert? Oh, die schießen was. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir nicht hin wollen. Okay. Hey, was ist... Wow. Das ist gar nicht mal so wenig Damage. Boah. Warte mal. Oh, 1500. Und da kommt nichts. Doch, da kommt irgendwas. Hey, doch nicht. Ist das? Oh.
Das sieht irgendwie eng aus, ich weiß nicht, was viel. Das trägt irgendwie so ein Bart mit sich rum. Okay, wir haben eins getriggert. Das ist der Versteiner. Der stand so lange, bis wir ihn eingemordet haben. Oh, okay, die Laterne schützt mich. Ist da der Endgegner? Ja, Mann. Was ist das hier? Ja, das kann schon anal bestören. Ein riesiges Tor für den Endgegner. Entweder ist der hier oder direkt da in der Kapelle. Ich denke mal, er ist direkt da in dem Gebiet. Okay, das heißt, wir können überall hingehen, nur nicht da rein. Wenn wir erstmal hier alles erforschen. Was? Ich möchte mal wissen, was das hier ist. Ah, okay, da liegt was. Arkansee. Aha. Also ich kriege auf jeden Fall was abgezogen, wenn ich da reingehe. Angreifen kann man es irgendwie nicht. Vielleicht kann man irgendein Item drauf werfen oder so. Mal eben kurz hier schauen, was hier ist. Lol. Verwachsen mit der Tür. Okay, da will ich jetzt mal wissen. Vielleicht werden wir gerufen hier zum Endgegner. Hm. Das sieht ja schon richtig cool aus, ne? Also da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gemacht. War ich hier schon?
Ah, ich glaube, das war der erste Ausgang. Wir sind aber nicht gegangen. Irgendwo ist doch hier noch so ein Vieh. Doch, da oben. Das ist so ein kleines Vieh, aber es macht ein Geräusch wie ein großes. Und er kommt immer wieder. Ist das da hinten nicht der Endgegner in dieser Richtung? Warte mal, wir gucken mal eben kurz. Nein, das macht er. Nein, Alter. Aufpassen, dass der Sniper da oben wieder gekommen ist. Was ist das hier für ein Gebiet? Ich glaube, hier war ich auch. Okay, Blechbluthimmel. Okay, das ist auf jeden Fall ganz schön groß, das Gebiet. Da ist nochmal so ein Vieh, da muss ich aufpassen hier wahrscheinlich.
Da ist ein Glockentussi. Nein, es ist kein Glockentussi. Was ist das für einer? Was ist das denn für ein Nucky da, Alter? Der geht ja auch noch voll ab. Nein, immer in die falsche Richtung. Was hat der denn gemacht?